since I fell in love. But after last time. Es ist Samstag, der 25. Juni, 6.50 Uhr. Ich bin nunmehr fast eine Woche vor dem ersten Wettkampf in Alicante. Und ich will euch einfach ein bisschen mitnehmen. Heute durch den Tag erstmal und dann auch nächste Woche durch meine Peak Week. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Ich bin jetzt tatsächlich spazieren. Die letzten Tage habe ich immer Cardio gemacht morgens. Allerdings ist das Gewicht heute Morgen nochmal so gedroppt und ich habe auch das Gefühl, dass ich etwas Regeneration brauche. Aus dem Grund gehe ich jetzt heute Morgen erstmal nur spazieren. Dann mal schauen, wie es mir den Tag über so geht. Auf jeden Fall ist heute Ladetag. Das bedeutet, ich darf etwas mehr Carbs essen. Deshalb werde ich euch heute auch noch zeigen, was ich so über den Tag esse und allgemein, wie mein Tag so abläuft. Ich hoffe, ihr freut euch und wir hören uns dann gleich nochmal, weil ich werde gleich auf einen schönen Aussichtspunkt laufen und euch das Ganze mal zeigen, wie ich hier so wohne. Guess it's been a while since I fell in love. Things up, you're so beautiful, and I can't deny my heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Oh, direkt nach dem Spaziergang habe ich mir dann erstmal eine große Kanne kalten Tee gemacht und dann ging es auch schon an die Vorbereitung vom Frühstück. Ich durfte an dem Tag tatsächlich statt 50 Gramm Haferflocken ganze 100 Gramm essen und habe mich da riesig drauf gefreut. Da kommt dann immer noch auf jeden Fall etwas Zimt und Süßstoff rein, Flohsamenschalen 5 Gramm, 200 Gramm Eiklar und das Ganze kommt dann in die Mikrowelle. Ich zeige euch die Zubereitung hier. Getoppt wird das Ganze mit 50 Gramm Beeren und etwas Nussmus. Und das ist wirklich super, super lecker. Probiert es doch gerne mal aus. Was steht bei dir heute an? Ich weiß gar nicht. Brust, Schulter, Bizeps. Don't wanna mess things up. You're so beautiful. And I can't deny. My heart is always with you. My head's always stuck in time. Been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Time wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't. Ganz kurz, was steht heute an? Ich werde mir jetzt mein Frühstück schmecken lassen, in aller Ruhe. Ich werde das so richtig genießen, dass ich heute die doppelte Menge an Haferflocken essen kann. Dann habe ich einen Coaching-Termin, ja, so eine halbe Stunde. Werde danach noch ein bisschen arbeiten, gegen heute Mittag ins Training gehen. Und da ich nächste Woche Mittwoch ja schon fliege, schaue ich, dass ich am Wochenende noch meinen Koffer packe. Dass alles soweit fertig ist und ich werde es versuchen, recht entspannt angehen zu lassen, auch wenn ich weiß, dass nächste Woche nochmal durch die Arbeit etwas anstrengend wird und natürlich kommt dann auch die Peak Week und so. Aber deshalb versuche ich jetzt am Wochenende nochmal größtmöglich runterzukommen und dann vorbereitet zu sein für die Peak Week, genau.
Und ich lasse mir das jetzt schmecken. Ich habe noch einen leckeren Kaffee hier. Und melde mich dann später nochmal. Takt. Und jetzt will ich, dass du dir das aufschreibst. Stopp hier nochmal das Tape. Schreib dir das auf. Und auch wenn du das schon mal gestoppt hast und dir das schon mal aufgeschrieben hast, will ich, dass du das nochmal aufschreibst. Weil Schreiben und Denken kreiert Bilder. Bilder sind unser Mittel, um zu denken. Wir denken in Bildern. Und umso mehr und umso öfter du das wiederholst und dich damit connectest und das fühlst, du bist schon diese Person. So, Coaching Check-ins. Nummer 1 ist in the books. Ihr hört im Hintergrund die Waschmaschine laufen. Wäsche machen werde ich heute noch. Jetzt mache ich mir einen zweiten Kaffee. Und bevor ich mich an den Trainingsplan setze, muss ich erstmal meinen Unterarm etwas lockern. Weil ich echt das Gefühl habe, dass ich irgendwie zu viel am Handy bin oder so. Ich weiß es nicht, was der Grund ist. Auf jeden Fall, vielleicht liegt es auch am Rückentraining gestern, ist mein Unterarm komplett zu. Ich werde das jetzt mal ein bisschen rausmassieren und hoffen, dass es besser wird. Boah, ganz schön gereizte Sehne, fürchte ich. Naja, kann ja mit Zughilfen arbeiten, ne? Heute werden eh nur Schultern trainiert und Bauch und eben ja, ganz entspannt. Bei mir gibt es jetzt mein Pre-Workout. Und zwar sind das Reisflocken, 50 Gramm heute mit Flohsamenschalen, da ist Zimt drin. Und ich habe mir aus einem Whey-Protein-Konzentrat, das sieht jetzt weniger schön aus, das ist meine Frühstücksschüssel, Geschirrspan, so eine Proteincreme zusammengerührt. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, welches Whey-Protein ich dafür verwende. Und zwar ist es das von Gold's Gym Nutrition im Geschmack Vanille. Das schmeckt super natürlich und einfach wie eine Vanillesoße, richtig lecker. Training durch, lief ganz gut soweit. Hier ist die Pfanne schon heiß. Ich werde mir jetzt was zu essen machen. Dann habe ich noch einen Coaching-Termin, werde danach noch zu meinen Eltern gehen, die besuchen. Ja, aber jetzt habe ich erstmal richtig Kohldampf. Guess it's been a while since I fell in love. But after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful and I can't deny. Always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you just gotta let me go. Es ist einige Zeit vergangen. Wir haben jetzt 17:30 Uhr. Ich war bei meinen Eltern, ein bisschen im Garten entspannt und jetzt steht meine nächste Mahlzeit an. Die ist ohne Kohlenhydrate und zwar sind das Garnelen mit Zucchini. Die ist trotzdem ein kleines Highlight, weil ich hier immer noch leckeres Crunchy Mandelmus drauf habe. Das ist echt lecker. Dazu gibt es eine Cola Light. Dann habe ich noch mal 2 Coaching-Termine. Bald Feierabend für heute. Dann gibt es auch schon Abendessen. Und es geht, denke ich, bald ins Bett. Ich bin nämlich heute ziemlich platt. 19.30 Uhr. Es gibt die vorletzte Mahlzeit. Einfach 75 Gramm Reis mit 200 Gramm Hühnchen. Ich hatte wieder mal Bock auf Gurke. Und der Mann ist inzwischen auch wieder daheim. Sag mal hallo, wink mal. Der war mit Kumpels am See bei dem schönen Wetter, während ich gearbeitet habe. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe richtig Hunger schon wieder. Und dann gibt es noch eine Mahlzeit und dann geht es auch schon bald ins Bett. Es ist jetzt 21.07 Uhr und ich bin ready für mein letztes Meal, bevor es ins Bett geht. Ich habe mir hier Eiklar gemacht in der Mikrowelle. Da kommt jetzt noch ein bisschen Mandelmus drauf, 15 Gramm. Und dazu gibt es traditionellerweise noch einen Tee.
Und das war's auch schon. Damit möchte ich eigentlich auch diesen Vlog hier jetzt für heute erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, mal einen Einblick zu bekommen in einen Ladetag so kurz vorm Wettkampf von mir. Ich freue mich auf jeden Fall schon, euch das nächste Mal zu sehen. Ich werde euch natürlich auch in die Peak Week mitnehmen. Und ja, am Montag geht's ja schon los. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann.